Die Redaktion distanziert sich ausdrücklich von der Nutzung rassistischer Begriffe, insbesondere des N-Wortes. Ja, mein Name ist Harald Weil. Ich bin seit über 20 Jahren Professor gewesen und bin erst mit 50 in die aktive Politik gegangen und jetzt als Abgeordneter der AfD in Berlin. Das, was ein Mensch, der mich nicht kennt, sieht, die Einordnung aufgrund von äußeren Merkmalen und so weiter, da ist nun mal eine Assoziationskette freigelegt, die nicht unbedingt mit dem Inhalt, mit der Person verbunden ist. Ja? Also es ist ein bisschen so wie mit dem Blondinenwitz vielleicht. Ich weiß nicht mehr, die Quintessenz ist der, weil eben Männer und Menschen besser gucken als denken können. Ja? Und wenn man dann eben meint, mit einem optischen Eindruck auch das Gesamtbild eines Menschen erfasst zu haben, ist das meistens doch zu kurzgreifend und der Inhalt kann dann ganz ein anderer sein. Ich würde sagen, Rassismus ist eine der vielen Möglichkeiten, einer Kulturkeule gegen andere Menschen zu haben, um sie entweder auszugrenzen oder einzuschließen, Inklusion oder Exklusion, um sich dadurch eventuell Vorteile zu verschaffen. Ganz konkret das Phänomen des Rassismus oder Rassismus als Begründung für Sklaverei in ganz, ganz wesentlichen Abschnitten der menschlichen Kulturgeschichte. Wahrscheinlich hätte man das Problem auch lösen können, wenn es da ein Rotationsprinzip gegeben hätte, dass jeder, der mal ein Jahr Sklave gewesen ist, auch mal ein Jahr Herr sein darf und umgekehrt. Wäre vielleicht der amerikanische Bürgerkrieg sogar zu vermeiden gewesen. Quoten-Neger, Quoten-Tussi, Quoten-Nazi, Quoten-Ausländer, Quoten-Inländer. Also ich denke, das hat sich doch ein bisschen totgelaufen und würde ich also nicht relevant bezeichnen. Eine Organisation mit 30.000 Mitgliedern zum Beispiel, da wäre es ja ein Wunder, da muss es ja wundern, dass nicht mehr Leute mit irgendwas auffällig werden oder vermeintlich auffällig werden. Ja. In dem Zusammenhang denke ich auch immer an die Herren der etablierten Parteien, wie zum Beispiel Rüttgers, der Anfang als NRW-Ministerpräsident, Anfang der 2000er, das Einwanderungsgesetz, die Green Card der Schröder-Fischer-Regierung, konterkarierte mit dem Autoaufkleberspruch Kinder statt Inder. Ja? Oder ein Herr Stoiber, der im CSU-Wahlkampf in Bayern im Zelt kundgibt, ich will keine durchraste Gesellschaft. Also vielleicht sollten die Vertreter dieser Partei mal fragen, wie die zu ihren Mitgliederäußerungen stehen. Ansonsten ist es wirklich eine große Einseitigkeit, das einzig AfD oder einzelnen Parteien zuzuschreiben. Das ist ein Gesamtphänomen, zu dem sich die Gesellschaft zu verhalten wissen müsste. Also ich denke, der eingeführte Sprachgebrauch, der kulturell hergebrachte, ich denke an unsere Kindersprüche. Ja? Also bei uns in der Volksschule, da hatte sich keiner was dabei gedacht, mit dem schönen Spruch, Humba Humba, wir sind Neger von dem Stamm der Hosenträger. Unser Häuptling ist ein Weißer von dem Stamm der Hosenscheißer. Ja, das Volk ist etwas Gewachsenes, ist aus der Geschichte hervorgegangen, aus Kämpfen miteinander, gegeneinander, gegen andere, mit anderen. Es ist etwas Gewachsenes und ist der völligen Willkürlichkeit ein Stück weit entzogen. Es hat also massiv zu tun mit Geschichte. Das ist die Basis für die Volksentstehung und für die Volkskultur und mutmaßlich auch den Volkscharakter. Tja, in alten Schriften oder in der Zeit von vor 100 Jahren war immer auch die Rede von den deutschen Stämmen. Ja, also dass auch das deutsche Volk eine Stammesgesellschaft ist und die verschiedenen Stämme natürlich Gemeinsamkeiten haben, aber eben auch Unterschiede. Und es geht aber letztlich doch über die Sprache hinaus. Ja? Das Heilige Römische Reich, das Reich der Deutschen, angeblich definiert bloß über die Sprache, ist es aber nicht. Es hat auch mit Religion zu tun, es hat auch mit massiv materieller Geschichte zu tun, die den Geist geschaffen hat, die Konflikte geschaffen hat, die Probleme geschaffen hat und vielleicht auch die Lösung.
ich bin Deutscher rundum, durch und durch. Und die Grundlage dafür ist eben bei jedem, würde ich sagen, nicht nur das Genetische hinein oder herausgeboren sein etwas, sondern ein soziales hineingeboren werden, ein soziales Erwachsenwerden, ein sozial-kulturelles Erwachsenwerden, reif werden oder auch nicht. Und das ist nun mal ganz konkret verbunden mit den Eigenarten einer Landschaft, eines Volkes, Sprache, Riten. Es hat zu tun, natürlich, mit Herkunft. Ohne Herkunft keine Gegenwart und keine Zukunft. Aber die Abstammung ist eben nicht nur eine genetische, sondern sie ist eine soziale. Die soziale Abstammung, die Prägung in einem ganz konkreten Elternhaus. Wo, wenn es denn ein Elternhaus ist, was dem Volksstandard entspricht, natürlich die Gemeinsamkeiten entstehen mit all den Leuten, die ähnliche Elternhäuser hatten. Ich würde also nicht so weit gehen oder es so flach halten wollen wie Erné Renan mit diesem wunderbaren Ausspruch, es ist Volk und Zugehörigkeit ist ein tägliches Plebiszit. Ja? Also es kann nicht Nesquik-mäßig im Hier und Jetzt zusammengemischt werden, es muss eine größere Grundlage, es hat einen tieferen Ursprung und das ist eben die konkrete Geschichte. Die Sache mit den Nachbarn, ja, also ich denke, ein guter Nachbar ist jemand, der einen in Ruhe lässt und der auch nicht von einem selbst verlangt, ihm 1000 Dienstbarkeiten zu erweisen. Ja. Und die Nachbarschaft oder das Konzept der Nachbarschaft ist ohnehin ein durchwachsenes. Und da möchte ich auch nicht nur auf diese eine oder bestimmte Aussagen von welchen Doktoren auch immer, sondern vielleicht von Professor Sloterdijk, von Peter Sloterdijk kommen, der das Nachbarschaftskonzept ausweitet und eben diese deutsch-französische Nachbarschaft beleuchtet. Ja? Also dass das Problem mit der Nachbarschaft sein kann, dass man zu viel voneinander verlangt und der beste Nachbar ist, der einen auch mal in Ruhe lässt. Ja? Insofern darf auch dieses Thema nicht überfrachtet werden. Der gute Nachbar zeichnet sich durch seine Eigenschaften aus, die da sind oder nicht. Ja, und die entweder negative oder positive sind. Ich möchte leben in einem Deutschland, was wirklich befähigt ist, aufgeklärt und ganzheitlich sich den Problemen der Zeit zu stellen. Und das fängt schon mal damit an, dass man aufgeklärt und ganzheitlich sich die Vergangenheit anguckt und dann eben nicht selektiv das, was ich das närrische oder närrische Narrative nennen aufbaut, sondern wirklich eine ganzheitliche Betrachtung, die Gesamtgeschichte, alle Aspekte und das nicht als närrische Erzählung und auch nicht als Brainwash-Aktion oder als manipulative Veranstaltung, um an den falschen Stellen ein kollektives Ja oder ein kollektives Nein zu rechtfertigen, sondern wirklich sich den Problemen derzeit auf der Höhe der Zeit zu stellen, ohne Selbstverleugnung, ohne Realitätsverleugnung, ohne Geschichtsverleugnung. Und ohne olle Lamellen, wie es auf dem Jahrmarkt heißt. Ja, Vielfalt hat das Potenzial, hätte ein positives Potenzial, wenn es wirklich ein vitales Nebeneinander von Dingen ist, die aber ein intaktes Eigenleben haben, die ein Ensemble darstellen. Vielfalt oder Vielheit als lobhudelnder Begriff für ein multikulturelles Durcheinander, was vielleicht einer Mehrheitsgesellschaft das Gefühl aufnötigt, wer bezahlt das Ganze? Wie sieht die Fiskalbilanz dieser ganzen Einheiten, die die Vielfalt darstellen, aus? Das ist das, was das Potenzial ins Negative drehen würde. Ja? Und das ist eben nicht anzuraten, diese Ersatzbegriffe zu nehmen, den positiv besetzten Begriff Vielfalt, um abzulenken von ganz konkreten soziokulturellen und sozioökonomischen Missständen, die keinem der Beteiligten gut tun, die auch keine großartige Perspektive für irgendjemanden darstellen. Ja, also eine permanente Einwanderungsgesellschaft, eine permanente Auswanderungsgesellschaft, eine permanente Unruhegesellschaft, die auf der Identitäts- und Realitätsflucht ist. Also das, so kann das nichts werden. Das Flüchtlingskonzept ist ein vollkommen windiges. Wir haben hier eine Situation einer wilden Migration, und zwar einer Massenmigration.
Und jede Migration, ob es die auf Zeit ist, der Tourist, der Geld ins Land bringt und bitteschön dann eher früher als später wieder geht, nachdem er sein Geld im Land gelassen hat, ist was anderes als die Massenzuwanderung ins Sozialsystem, mehr oder weniger. Ja, das ist die empirische Evidenz des Ganzen. Und was schon für den Tourismus gilt, gilt erst recht für die Migrationsgesellschaft. Nämlich der Spruch, die Weisheit, die Spruchweisheit, der Tourist, erst recht der Massentourist, zerstört, was er sucht, indem er es findet. Zu viele Leute zur gleichen Zeit, am gleichen Ort und das unter den falschen Prämissen, das kann man auch nicht. Also wenn die Vielheit eben nicht darin besteht, dass vitale Strukturen parallel oder auch zusammenlaufen, sondern ein ungeordnetes Chaos ist, wo sich zu deutlich eher reingebende Strukturen den reinnehmenden gegenübersehen. Ja, da besteht dann eben Handlungsbedarf. Und die ganzen historischen, und keinesfalls nur in Europa, diese ganzen historischen Ausgrenzungen von Volksgruppen, von Berufsgruppen, von diesem und jenem haben eben auch damit zu tun, dass man es in der modernen arbeitsteiligen Massengesellschaft eben nicht unbedingt hinzunehmen gewillt ist, wenn der Staat 50% des Einkommens von denen nimmt, die produktiv sind, sein wollen, sein müssen, und es denen gibt, die es lieber nicht so haben mit der Produktivität. Ja? Also das Geben und Nehmen muss innerhalb der einzelnen Gruppe, einer einzelnen Gruppe, die die Vielheit konstituieren, gegeben sein, und das Ensemble der Vielfalt als Ganzes muss es eben auch hergeben. Dass da eine ausgeglichene soziokulturelle und sozioökonomische Bilanz ist und dass es eben nicht überdeckter Ausbeutungsprozess ist, den man sich ausgesetzt sieht, wenn man die Statistiken mal genauer anguckt. Also ich, mit welchen Menschen auch immer ich zusammen bin, ob es nun im Taxi ist oder im Supermarkt und so weiter oder bei den Leuten, die ihre Bankauszüge abholen, also jeder, der einen Lohnzettel, seine monatliche Gehaltsabrechnung vor Augen hat, der fragt sich natürlich schon, was bleibt vom Brutto netto übrig und was wird mit dem, was da fehlt, gemacht? Ja, und wenn ich dann eben sehe, dass damit offenbar nichts oder was Falsches gemacht hat, dass das Chaos damit finanziert wird, im wahrsten Sinne des Wortes, also die Wohlfahrt von Leuten, die verdammt wenig Gegenleistung erbringen, subjektiv und vielleicht objektiver, dann werden die Leute, glaube ich, unabhängig von Alter, Geschlecht und Berufsgruppe und Bildungsstand nervös. Ja, wenn diese Bilanz keine wirklich ausgeglichen ist und fühlbar und sichtbar im Straßenbild, in der Alltagskultur, die Belastungsmomente größer sind als die Entspannungsmomente. Das Deutschsein oder was auch immer sein hat eben zu tun mit der Identifikation der Geschichte, den Leiden, den Problemen eines Volkes, ja, und eben auch dem Bestreben, mit diesem Volk, in diesem Volk, als dessen Bestandteil, ob nun exotisch oder nicht, mit diesem Volk zusammen auch in Zukunft durch dick und dünn zu gehen. Und in alter Zeit und auch das Geheimnis des Preußentums, was man in einem Atemzug mit dem Yankeetum eigentlich nennen konnte, ist eben, dass diejenigen, die sich da unter einer Flagge versammeln, mit dieser Flagge gegen den Rest der Welt anstehend sein muss. Und jeder, der unter dieser Flagge dient, gehörte dazu. So war es bei Preußens, so ist es beim Yankee, trotz aller Schwierigkeiten. Ja, allein die Frage, sich zu fragen, was typisch deutsch ist. Also man wird das, was typisch deutsch ist, wird man in sich selbst entdecken, wenn man im Ausland ist. Und dann eben Dinge vermisst, die man vorher für selbstverständlich erachtet hat, die einem gar nicht aufgefallen sind. Und da merkt man, dass man doch geprägt ist durch die Herkunft. Konkrete Herkunft, konkrete geografische Region, konkrete Sozialisation, konkretes Volk oder Volksgruppe. Ernst Jünger hat das wunderbare Wort geprägt: Wer so viel über Rasse redet und denkt, der hat wohl keine.
Nein, also Ernst Jünger sagt es als Vertreter des Konservatismus, und der wird ja weitgehend zu Unrecht als Vorläufer des Nationalsozialismus und des NS-Rassedenkens gesehen. Ja? Also und auch im Alten, im Kaiserreich war ja die Ambivalenz darin, wird ein Mensch zum Volksangehörigen, Volkszugehörigen, zum Deutschen, zum Engländer, zum Franzosen, durch die Kultur, die er aufnimmt, in der er sich assimiliert, ja? Oder ist es genetisch geprägt, was natürlich das Feld der Wissenschaft verlässt, weil Genetik hin und her, auch mit unseren modernen Techniken, ist alles ziemlich durcheinander geraten, und das ist wohl im Sinne der Natur auch gut so. Nichtsdestotrotz gibt es die Stereotypen, und sehr bemerkenswert finde ich auch, dass die Rassen, oder wenn wir das auf den Phänotyp beschränken, also Leute, die man irgendwie schlecht auseinanderhalten kann, von wegen dem Nicht-Chinesen oder dem Nicht-Japaner sehen alle Japaner ähnlich aus, wenn nicht gleich. Und selbst Chinesen und Japaner haben es untereinander. Aber diese Varianz bei den Europäern ist doch sehr bemerkenswert ausgeprägt. Sehr viel mehr Haut- und Haarfarben, Augenfarben, Haarformen, Körperformen als bei den durchaus homogeneren Völkern, großen Völkern Asiens oder Afrikas. Wobei Afrika allein, glaube ich, schon 500 oder 600 Stämme haben soll. Nach dem Afrika-Forscher Heinrich Barth zu urteilen, der Ende des vorletzten Jahrhunderts zu Fuß nach Timbuktu gegangen ist. Deutschland ist meine Heimat, und nicht nur das gegenwärtige Deutschland oder das Kopf-Deutschland oder das politisch korrekte Deutschland oder dieser kleine Abschnitt Deutschlands, den ich geografisch oder im Zuge meiner eigenen Lebensjahre und Jahrzehnte mitbekommen habe, sondern eben auch das Auseinandersetzen mit der Herkunft Deutschlands. Aus welcher Geschichte leitet sich Deutschland ab? Woher kommt die deutsche Kultur? Was ist vom deutschen Territorium übrig geblieben? Ja, müssen wir reden von einem Restdeutschland? Inwieweit unterscheidet sich das heutige Deutschland von dem von gestern oder vorgestern oder vorvorgestern? Und im Ausmaß der Nüchternheit und Aufgeklärtheit, mit der wir uns diesen Fragen widmen, haben wir eigentlich auch eine sehr viel bessere, entsprechend größere Chance, eine Zukunft aufgeklärt und sinnvoll zu gestalten, ohne uns auf närrische Narrative einzulassen. Es gibt auch hier, kann man sagen, dass es da gemeinsame Geschichtsabschnitte gegeben hat, das Miteinander, das Gegeneinander und so weiter und so fort. Der Islam gehörte insofern zu Deutschland, als im Ersten Weltkrieg die Türken noch zu den zuverlässigeren Bündnispartnern Deutschlands zählten, ja? Was nicht verbunden war mit einer Massenmigration von der Türkei nach Deutschland und so weiter und so fort. Man hatte eher damals umgedacht, dass die Deutschen entlang die haben eine Bagdadbahn gebaut, dass deutsche Bauern in die Türkei siedeln sollten, um links und rechts der Bagdadbahn deutsche Landwirtschaft in die Türkei zu bringen. Wer sich auf den Islam bezieht als eine Welt von dieser Welt, in dieser Welt, wer das als Kampfbegriff führt mit Eroberungsfantasien und so weiter, das hat eben nicht unbedingt mit Deutschland, mit Europa zu tun. Ja? Der säkuläre Mensch, der aufgeklärte Mensch, egal mit welchem religiösen, ethnischen und sonstigen Hintergrund, für den stellt sich die Frage nicht, ja, dass die Religion das Allbestimmende ist und dass ich welche Gesellschaft auch immer, in die ich neu dazukomme oder der ich schon eine Weile bin, dass die sich meinen religiösen Vorstellungen anzupassen hätte. Ja, das passt nicht linksrum und nichts rechtsrum. Ja. Ähnlich zweifelhaft war und ist ja auch die christliche Mission in aller Welt mit ihrer wunderbaren Geschichte. Ich bin Deutsch, und das ist auch gut so. Und ich sage natürlich auch gerne mal, I'm a Hessian, Prussian, Yankee. In unterschiedlicher Reihenfolge. Meistens Preußen. Dankeschön.